Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, weil ihr wollt alle wissen, was ist die Veränderung? Ist es vielleicht eine optische Veränderung? Ist es vielleicht eine Veränderung im Raum? Ist es vielleicht eine Veränderung in meinem Tanzstil? Say they want that life. Ja, Freunde, ich habe gedacht, meine große Veränderung, ich habe jetzt eine Monobraue und ich habe mir einen Bart wachsen lassen. 100% echt, 100% no fake, 100% kein Photoshop. Und ich würde sagen, ich rufe mal Kandidatin Nummer 2 herbei. Let's go! Denise ist so grundsätzlich so ein bisschen brutaler geworden einfach. Manchmal kaut sie nachts an meinen Knochen. Manchmal versucht sie mir auch nachts Blut auszusaugen. Ihre Augenfarbe hat sich ein bisschen verändert. Es ist eine krasse Veränderung. Aber das meinen wir gar nicht. Also das ist gar nicht gemeint mit, ab jetzt ändert sich alles. Lasst euch von unserer Aufregung nicht verwirren. Eigentlich ist nur heute Halloween. Also das ist nicht mein Kostüm, ich mache was anderes. Ihr könnt heute mal eine Story angucken. Aber das ist so in die Richtung, willst du dich heute schminken, oder? Das ist keine Schminke, Mann. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Ich bin einfach jetzt so. Okay. Nein, Freunde, eigentlich wollte ich euch noch ganz kurz was sagen, deswegen cool, dass ihr auch auf dieses sehr kurze Video geklickt habt. Wollte nur ganz kurz sagen, zum Thema Veränderung will ich euch einen ganz kurzen Schnitt hier einmal kurz reinpacken. Man kann sich das Ganze wie eine Art revolutionären Wandel vorstellen. Ich werde mehr auf Qualität setzen, alles wird wesentlich substanzieller. Meine Eloquenz wird sich aus der Masse hervorheben, mein Einfallsreichtum keine Grenzen kennen. Also es wird alles so bleiben, wie es vorher war, oder? Ja. Ja, aber ich meine, es gab auch Leute, die haben es gefeiert. Tobi, meine Eltern. Sind ja schon drei. Danke. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, das ist jetzt nicht eine von diesen schrecklichen Ankündigungen, die nicht eingehalten wird. Nur, ich habe jetzt den ganzen Monat lang jeden Tag ein Video hochgeladen. Also zugegeben, gestern, vorgestern ist ausgefallen, aber sonst habe ich jeden Tag ein Video hochgeladen. Straight den ganzen Oktober durchgezogen. Und jetzt im November will ich mal was anderes machen. Deshalb will ich das Ganze mal umdrehen. Diesen Monat hat die Qualität ganz schön gelitten. Ich habe nur voll wenig sehr aufwendige Videos gemacht. Im November soll alles anders werden. Ich werde ab jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video hochladen, sondern Montag, Mittwoch und Freitag. Also total einfach zu merken. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag. Momifre. Merkt euch einfach das Codewort Momifre. Momifre. Montag, Mittwoch und Freitag um 16 Uhr und dort wird es jetzt den ganzen November lang nur szenische Videos geben. Also es gibt nur Sketche, es wird Parodieformate geben, es wird vielleicht sowas wie auf Blaulicht geben, es wird diese typischen Beziehungsvideos, Jungs versus Mädchen, was auch immer, alles in szenischer Form, in Schauspielerrollen, in echten Rollen, was auch immer, auf jeden Fall alles aufwendige Videos. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf wie ich, weil das sind die Videos, die wirklich Spaß machen, also zumindest mir. Mega cool, dass du sowas machst, also. Gonna fuck your shit! Gonna fuck your shit! Also, ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie wir. Und ja, das war's auch schon. Kurze Ankündigung. Schreibt, was ihr heute so an Halloween, was ihr heute so startet, einfach mal ab da in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag, genau. Wir haben Montag, Mittwoch, Freitag, heute ist Mittwoch, dann am Freitag kommt wieder ein Video. Montag, Mittwoch, Freitag, 16 Uhr. Und bis dann, Freunde. Ciao, ciao!